Ja, moin Leute, willkommen zurück zu The Last Day on Earth. Irgendwie ist mein Spielstand hier nicht wirklich gesynkt mit dem auf dem Handy, spüre ich gerade, denn ich hatte eigentlich schon Wände. Tja, macht aber nichts, der Onkel kann ja bauen. Bin mal ein Fensterchen reingemacht, komm, noch ein Fensterchen reingemacht, eine normale Wand. Und hier ist schon so ein bisschen krepelig, weil dann sehe ich meinen Scheiß ja nicht mehr. Also auf dem Handy hatte ich alles schon zugebaut, aber ich habe gemerkt, dass das blöd ist, weil ich dann hier unten die Sachen nicht mehr richtig sehen kann. Nichtsdestotrotz, aus Sicherheitsgründen muss ich es ja wohl jetzt erstmal so machen. Naja, ich weiß ja, wo der Kram steht. Von daher ist es nicht so tragisch. Das Türchen hier rein, so, hier nebendran noch eine Fensterwand und dies und das und das und das und. Und schon haben wir ein wunderbares Haus. Es ist so heimelig. Merkt ihr es, wie es richtig warm wird? Ah! So schön, ich würde am liebsten die ganze Einrichtung zusammenkloppen. Fuck, ich will doch hier dran. Hier haben wir ja die ganzen Waffen. Ah, sehr gut, sehr gut. Etwas fertig gebraucht. Oh, das ist jetzt halt echt schwach, ne? Ich muss hier noch eine Tür reinmachen. Warte mal. Ich brauche mehr Türen. Das ist ja total krepelig hier. Hatten wir nicht hinten noch ganz viel Metall? Für den Raketenwerfer oder so? Ajo! Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Jetzt hat er Durst. Ah. Das ist so eine Pinzche. Die Entscheidung für zwei Beete war natürlich grandios. So geht's halt echt rund mit der Essensbeschaffung. Und natürlich ist auch die Anschaffung dieses Schneidertischs optimal, um hier. Ist das der Schneider? Ja, sehr gut, sehr gut. Um hier das ganze Gras mal zu verarbeiten. Das brauche ich ja nie. Ah, da haben wir doch was in unserem Postfach. Nehme ich das jetzt einfach mit? Nee, der Heiler ist am Start. So. Hey, ich glaube, Sie brauchen Hilfe. Ich hätte da vielleicht etwas. 30% mehr Schaden bei Kämpfen mit der bloßen Hand. What? 5% Funkschuss auf Vornzeugneule und 100% mehr Erfahrung braucht man nicht. Man steigt eh schnell genug. Da guckt mal einer, schau, was wieder am Start ist. Das Schiffchen. Sehr gut. Ja, du hast Ärger. Ich weiß. Lass mich dir helfen. Kingspree! Barmala, da kenne ich gar nichts. So, was hast du denn für uns, Captain? Guck mal, da ist ja richtig geiler Scheiß drin. Also, komm schon, komm schon, komm schon. Was? Die verschissenen Schuhe! Und nur ein Container! Warum nicht drei so wie sonst auch? Hallo? Ah, super, geil, Mann. Ich habe Schuhe bekommen. Vielen Dank. Über die Schuhe freue ich mich natürlich jetzt wie ein Schnitzel. Also immerhin wird jetzt wie erwünscht meine Butze geiler. Ihr habt ja gemeint, das soll ich einfach mal machen. Vor allem auch, weil irgendwann das Update kommen wird, in dem man dann die Spieler raiden kann. Und dann ist alles, was man so gefarmt hat, weg. Shit. Und das macht natürlich auch visuell schon was her. Gebe ich euch auf jeden Fall recht. Ihr habt schon recht. Oh Leute, was liegt denn hier? Ein Event direkt neben uns? Hey! Was gibt es denn hier Leckeres? Mensch, erzähl doch mal. Ich bin gleich wieder da. Warte kurz. Ich bin jeden Moment. Oh je. Was war es? Wie viel? 20, gell? Ich nehme mal vorsichtshalber ein bisschen mehr mit. Er hat Hunger. Ja, natürlich. Waffe, ich komme. Oh, jetzt bin ich aber echt gespannt, ne? So. Zack, zack. Handeln. Oh! Okay. Tschüss, 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 tschüss. Wie mache ich das jetzt? Nutzen. Das hat sich ja wirklich gelohnt. Du verschissener Bastard, Mann! Hör auf, sagt er. Will er mich verarschen? Der hat mich ultra abgezogen. Für diese verkackte Kacke. Naja. 8 hätten sie gekostet. Ich habe ihm 10 gegeben. Ja, obwohl doch. So, ich nehme die Schläge zurück. Das ist schon insgesamt mehr wert als 20 Seile. Zumal ich Seiland auch ultra viel hab. Aber guck mal, was wir hier oben noch haben. Oh! Jetzt bin ich aber mal gespannt. Was haben sie hier denn gedroppt? Oh, 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 oh. Komm schon! Atombombenwerfer, 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 Atombombenwerfer. Wow. Geh mal noch ein bisschen farmen, du. Zack, 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 Chirac. Verstehst du mich? Und auf nach Haus. So. Und damit hier mal ein bisschen Geschwindigkeit in den Puff reinkommt, werden wir uns das nächste Mal den Alpha-Bunker vornehmen. Nicht diesen hier, denn das ist ein anderer. Oder? Ja, keine Ahnung, wo ist. Sondern der hier unten. Den habe ich schon zu einem gewissen Teil freigeräumt, aber ich war noch nicht ganz in den Eingeweiden drin. Und das machen wir dann beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.